Wir haben den Tierschutzverein, wir haben den Kinderschutz, wir haben den Rentnerschutzverein und der ist gar nichts nutz. Wir haben außerdem den Mutterfreudenschutzverband und einen Schutzverband fürs teure Vaterland. Wir haben den Denkmalschutz, wir haben auch den Jugendschutz und einen Schutzverband, der schützen soll vor Schund und Schmutz. Doch es gibt jemanden, den man überhaupt nicht schützt. Ich möchte hoffen, dass man mich da unterstützt. Schützen wir die Polizei vor Verdruss und Schererei. Wenn ein Räuber überrascht wird und das Weglaufen vergisst, ja, wer schützt den Polizist? Ja, wer schützt den Polizist? Oder sagen wir, ein Student geht spazieren vorm Parlament. Ja, was denkt sich der dabei? Schützen wir die Polizei. Denn für Studenten haben wir ja sowieso nie Platz. Die sollen doch erst was lernen, vorher sind sie für die Katz. Und wenn sie protestieren, wer beschützt die Polizei?